Hallo und herzlich willkommen zu einem ja, Info, aka Review, aka Let's Play Video. Und zwar habt ihr sicherlich gemerkt, Moment, ich muss erstmal gucken. Ich weiß gar nicht, ob die Fraps-Zahl nachher in der Aufnahme ist, weil ich das ja jetzt gerade. Den ersten Part nehme ich nämlich gerade mit Camtasia auf, weil ja, ohne Spiel im Hintergrund kannst du mit Fraps nicht aufnehmen und das Spiel selber, was ich dann spielen will, kann man nur mit Fraps aufnehmen, weil ich es nicht im Fenstermodus spielen will und von daher bla 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 bla, Haufen lange Erklärung. Jetzt kommt der Part zu der Erklärung, warum letzte Woche kein Video kam. Und zwar liegt es daran, ich hatte kein. Ich konnte nicht Dragon Age aufnehmen, weil ich meinen Computer formatiert hatte. Hatte mir gedacht, okay, sicherst du dir vorher die ganzen Dateien und tust die dann einfach nachher wieder rüber kopieren. Halt, die ganzen Packages, Mods sind ja eh nur in dem Ordner. Und ja, anscheinend habe ich da falsch gedacht und einige Mods brauchen ein bisschen mehr an Installationsgefühl. Und ja, ne, muss ich jetzt erstmal die ganzen Mods wieder zusammensuchen, die ich hatte und die dann wieder neu auf Dragon Age drauf installieren. Und bis ich das habe, kommt erstmal so ein Ausweichprojekt. Als erstes kommt hier dieses Video Crypt of the Necrodancer für das Video von letzten Sonntag, was nicht kam. Und für den Freitag und den Sonntag kommt Portal 1, hatte ich ja auch angekündigt, und dass ich die Portal-Serie spiele. Und ja, das Projekt wird dann halt erstmal als, das Projekt wird erstmal durchlaufen, bis ich Dragon Age wiederspiele. Keine Angst, das Projekt ist relativ kurz. Dragon Age 1, Portal 1 war jetzt nicht so, sag ich mal, sehr schwer. Die 2 wird mir dann auf jeden Fall ein bisschen länger dran sitzen, aber so als kleinen, ja, ich sag mal so Lückenfüller. Weil Dragon Age gerade wirklich nicht spielbar ist. Ja, kommt erstmal Portal 1 und am. Oder für den Samstag, keine Angst, kommt auch noch The Binding of Isaac. Das wird jetzt alles heute oder Montag hochgeladen. Also Sonntag nachts und Montag früh. Wahrscheinlich wird das so lange dauern, ja. Und ja, The Binding of Isaac kommt, ist aber auch nur ein relativ kurzer Part wegen Achievement und ich bin relativ schnell verkackt. Oh, jetzt habe ich den Spoiler genommen. Oh, Spoiler! Ich hätte den Spoiler davon machen sollen. Naja, wenn ihr wissen wollt, was ich freigeschaltet habe, guckt euch das Video an. Ist nicht lange, das kann man sich mal kurz so zwischendurch mal reinziehen. Und als Ersatz dafür, dass es so kurz ist, kommt halt noch gleich hinten dran ein League of Legends Video, das ich dann heute auch noch gleich drehen darf und schneiden. Oh, ich freue mich so. Ah, das wird ja so ein Rendertag heute. Okay. Aber genug geredet von Crypt of the Necrodancer, Dragon Age, Portal und League of Legends. Fangen wir mit dem erstgenannten Spiel an, und zwar Crypt of the Necrodancer. Gut, dann schließen wir mal hier das Bild. Wusch, und starten hier Crypt of the Necrodancer. So, spielen. Crypt of the Necrodancer spielen. Wird gestartet, das ist schön. Und dann starten wir auch gleich die Fraps-Aufnahme. They told me I was too young. They told me I needed more training. Huh? I told them to drop dead. How ironic. I don't know how I survived that fall. Something strange must have happened. My pulse is beating like a drum, but my blood is running cold. I'm not sure what's going on, but I came here with a question. And I'm gonna find the answer if it kills me. Go! Crypt of the Necrodancer. Man merkt, es ist sehr beatlastig. Press any key. Crypt of the Necrodancer is still in Alpha. You will see placeholder art, music, sounds and levels. But don't let that stop you from delivering beatdowns on the beat. Jo, ich hatte vor uns mal ein, noch ein Screen gehabt, da war es hier ums Kalibrieren des Beats. Wenn ich ihn gehört habe, sollte ich nach oben drücken. Und wenn das Beat gebietet hat, das Herz gebietet hat, so rum, sollte ich auch nach oben drücken. Und bestenfalls soll man sich hier mit dem Beat bewegen. Und wenn man es halt nicht schafft, dann steht dann hier halt, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sehr schnell drücke, dann bewege ich mich nicht, und weil ich den Beat gemisst habe. Also, ich kann mich nur wirklich bewegen, wenn ich hier mit dem Beat hier springe. Und das wird sehr viel. Oh Gott, ich merke schon, das wird mich extrem viel Arbeit kosten, hier im Beat auch noch zu sprechen. Press Arrow and K to move to the beat. Yo. If
I'm gonna survive this, I'll have to remember what Uncle Eli taught me. So. Every opponent has a predictable pattern. Learn that pattern and you won't suffer so much as a scratch. So, hier haben wir einen Dolch. Oh Gott, ich sehe schon, ich miss den Beat gerne mal. Wie attack ich? Ach, einfach dagegen laufen. Okay. Green guy didn't move at all, and this blue one just moves up and then down. So if I attack him from the side, I'll never get hurt. Oh Gott. A broadsword, not as sharp as I'm used to, but I bet it can still take out three enemies in one shot. Oh Gott, das wird mich so viel Zeit kosten mit dem. Looks like the skeletons put their hands in the air when they're about to jump. If I'm in the way when they move, it's gonna hurt. That trap is mostly harmless, but Eli warned me of deadlier traps to come. Oh, das war's Tutorial. Ich glaube, es geht noch weiter. Bomb. Press down und links, also runter und links drücken, um eine Bombe zu platzieren. Gott! Ich bin sowieso überhaupt nicht für Beats eigentlich hier spielmäßig. Da, 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 da. Ah, ich brauche einen goldenen Schlüssel dafür. Oh, diese Beatschwankungen. Wow. You died. Press up and down to continue. Okay. You will lose your upper demo. You'll visit the lobby and spend them. Okay. Quick restart. Okay. Was haben wir hier? Ach, für die Diamanten können wir uns jetzt hier Upgrades kaufen. Gut. Das Spiel wird mich so fertig machen. These items will show in the up in chest. Ah, das können wir dann also in den Dungeons finden. Ich denke mal, der Käse ist so, alles Essbare ist wahrscheinlich so Health Up und ja, das andere sind Waffen. Ah, hier brauche ich Schlüssel. Okay. Das ist noch, noch nicht bekannt, was dann da sein wird. Hier brauche ich auch einen Schlüssel? Okay. Ich habe auch keine Bombe zum Legen. Man kann auch hier eigene Beats reinmachen. Eigene Musik. Aber ich denke mal, dass ich erstmal hier dabei bleibe. Und ich weiß nicht, was die Kiste bedeutet. Ah! Eine Kiste pro Run mehr. Okay. So, hier ist halt das Tutorial. Tägliche Challenge. Zone 1. Local Co-op. Ich muss mal was testen. Ich habe hier auch ein Gamepad. Mal sehen, ob es damit vielleicht besser geht. Muss schon mal gucken. Gamepad? Okay. Ja. Kreis ist nach rechts, Viereck ist nach oben, Dreieck ist nach unten und X auf meinem PlayStation Controller ist nach links. Auf fuck my life. Ich will nach oben. So. Ich muss. Ich glaube, es geht mit dem Controller einfach, aber den müsste ich erstmal kalibrieren. Kann man das hier. Ach, ich muss dann wahrscheinlich noch. Da gibt es wahrscheinlich auch hier ein Option Hardcore Mode. Dance Pad Mode. Ja, da kann man ein Dance Pad anschließen. Habe ich aber nicht. Hardcore Mode seated. Local Co-op.
Zu Koop kann man das auch spielen, also es ist halt auf Steam, Early Access, Alpha-Version und für 15 Euro zu haben. Ich habe es bei Vorsicht, Schleichwerbung, bei Emero im Stream gesehen und bei der GameStar im Review und es hat mir so gut gefallen, dass ich es mir auch zugelegt habe. Und ich würde jetzt gerne, kann man hier Options, kann man das mit der Maus, ne, ist alles mit der, keine Tasten. So, Leaderboard, Content, Options, Custom Music, da kann man halt eigene Musik einmachen. Quick Restart, Quick to Lobby, Quick to Main Menu, aber ich will erstmal die Options. Sound Volume. Link, bist du's? Zumindest das hier. Moment, das hier klingt. Das. Klingt extrem nach Link. So, Music Volume können wir so lassen. Enable Hut Hurt. Enable Hut Beatbars. Enable Screen Shake. Speedrun Timer. Natürlich, ja, ich speedrunne das hier. Disco Floor. Natürlich, das mache ich nicht aus. Das heißt, wenn man den Beat halt länger hält, dann ist hier dieses buntfarbige, flimmernde Bodensegment. Racing. Racing Controls. Warte mal, die Calibration können wir nochmal machen. Aber das machen wir dann, wenn wir hier das eingestellt haben. So. Ab. Moment. Player 1. So. Ab ist das. Rechts ist. Achso, das ist hier. Press any K to Z. Ah, okay. Ab ist Dreieck. So. Rechts. Ist Viereck. Wie kann ich das einstellen? So, okay. Down ist X und links ist Kreis. Up und Alt ist Steuerkreuz nach oben. Rechts und Alt ist Steuerkreuz nach rechts. Und Down ist Down auf den. Und links ist links. So. Back. So, jetzt gehen wir mal kurz zurück. Dann. Okay, mal gucken. Ich Idiot, hab's jetzt. Ah, ich bin doch. Ja, gut, Moment. Dann gehen wir nochmal in die Options. Ich hab natürlich. Ich weiß nicht, was da wieder mit meinem Kopf los war. So. Options. Reacing Control. Rechts. Links. Combo left right. Nö, das kann man einfach so lassen. Das mache ich jetzt nicht. Das sehen wir dann bestimmt im Spiel. So, back. Dann. So, jetzt mal gucken, ob es diesmal richtig ist. Ich bin aus dem Button Smasher, oh, im Takt zu drücken, das wird mich so fertig machen. Oh fuck, ich bin in Zone 1. Nein! Oh fuck! Oh Gott. Down, 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 down. Oh fuck! Das geht? Gott! Mach doch nicht sowas!
Muss ich erstmal das Licht ausmachen kann. Fuck. Help me, ja, ich brauche erstmal den Schlüssel dafür. Und ich muss die Beat. Oh Gott. Ah! Oh Gott, der Beat macht mich so fertig. Und als ich das Licht ausgemacht habe, ist nicht als so viel besser. Oh mein Gott. Im Beat zu spielen ist nicht meins. Da ist jemand. Meiner. Halt, da ist glaube ich noch einer. Genau, das sieht man hier, wenn da so ein blauer Pixel noch irgendwie mit drin ist. Golden Key. Okay. Das ist der Shopkeeper und bei dem kann man Sachen kaufen. So, ich nehme einfach mal. Mit der Fackel kann man weiter gucken. Mit dem Ring habe ich noch keine Ahnung. So lange spiele ich das noch nicht. Oh, der Beat geht langsam zu Ende. Thank you. So, und jetzt mache ich mich am besten auf den Weg runter in die nächste Ebene. Halt. Bisschen Licht wäre nicht schlecht, nicht schlecht wäre ein bisschen Licht. Bombe! So. Ich finde Shopkeeper so cool. Und da gibt es noch einen kleinen Trick, aber das mache ich später mal, wenn ich nicht genug Geld habe. Gibt es hier so einen kleinen Trick, den man machen kann? What? Oh, you died. Nein! Press up and down to continue. Fuck! Coin score 79. So, gehen wir erstmal zur Lobby zurück. So. Return to Lobby. So, wir haben so ein paar Diamanten. Hi. Hi. Du, 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 du. Hey. So. Pump it, So, ein Purple Chest, jetzt immer jeden Run und mal gucken, was hier drüben ist. Neo. Beatmaster. Ja, da kann ich wahrscheinlich gegen die ganzen Biester antreten, gegen die ich schon gekämpft habe. So, aber was wir jetzt noch machen, was ich ja eigentlich vor uns nochmal vorhatte. Ich weiß, das wird. Ich meine, das wird eh ein extra Video. Ich will das. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Gott, macht mich nie fertig. Ich bin dann damit total überfordert. Options war das, ne? Calibration. So. So, Audio-Latenz 0, Video-Latenz, okay, 0. Weil da hatte ich vor uns irgendwelche großen Zahlen stehen und ich glaube, mit dem Controller macht sich das daher besser. Ich glaube, eine Latenz von 0 ms ist da nicht schlecht, denke ich jetzt mir einfach mal so. So, so gut, Dani und Becky.
So, mal sehen, was würde ich denn gerne haben? Ich glaube, so Leben in den Kisten wäre nicht schlecht. Oh Gott, das mit den Beats wird mich so fertig machen. Ich bin das überhaupt nicht dafür. So, ab rein. Ich muss erstmal drauf klarkommen. Gebt mir ein paar Folgen. Vorausgesetzt, ihr wollt das sehen. Sterb, sterb. Aber ein total sinnvoller Raum. Juhu. Ich liebe die Säfchen. Oh, fuck. Minotaurus. Ha! Diamant, Decker, okay. Ich glaube, da kann ich zum Boss, wenn ich das wollte. Will ich aber nicht. Oh, fuck, habe ich Schaden kassiert. Ich glaube, da will ich noch irgendwie versuchen, einen Keeper zu finden. Da oben ist er. Da, 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 da. So. Ein Empty Heart Container, okay. Ich habe keine Ahnung, was das alles macht, aber ist ja egal. Achso, und den Trick, den ich euch zeigen wollte: Press down und left. Yo, goldene Wände. Ja, ich glaube, das Schwert ist mir lieber als hier das kleine Messer. Es macht zwar, glaube ich, mehr Schaden, aber. Kämpft dann lieber mit einem großen Schwert. Und ein was hole ich mir noch. So, jetzt muss ich noch den gefangenen Kollegen finden. Mit dem goldenen Key. Ah, oh, fuck, ich hätte noch ein halbes Herz. Fuck! Ach, up und left für den Apfel. Ich dachte den. Ah, den nimmt man automatisch. Nimmt man natürlich nicht. Oh, dieses Spiel. Oh, ich hab Spaß, schön. Oh, mir gefällt das Spiel jetzt schon. Wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, jo. Sagt das in den Videokommentaren, dann weiß ich. So, mal sehen, wir haben zwei. Können wir uns da irgendwas leisten? Hey. Hi. Wir könnten uns da Rüstung leisten oder ein Herz mehr. Oder besser ein Coin-Multiplikator. Ich bin erstmal für Leben. So wie ich spiele, brauche ich Leben. Sehr viel Leben. Hey, Diamanten. Da, 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 Coin Multiplikator ist am Arsch. Ba, da, 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 da. Ich bin reich! So, gib mir. Ich finde Shopkeeper so cool. Da, da. Ich mag den. So, mit der Karte können wir jetzt halt hier alles sehen. Ist ja recht angenehm. Lass mich doch rüber, Mensch!
So, was haben wir hier? Apfel. Diesmal weiß ich nicht, dass ich ihn einsetzen muss. Mit nach oben und nach links. Was? Warum? Was ist hier? Kann ich das mit der Schaufel kaputt machen? Nö. Bomben hab ich auch nicht. Schade. So, irgendwo ist hier noch was. Das sind Fallen. Bomben. Sind nie verkehrt. Ich meine, der Beat geht ja noch ein bisschen. Ich kann mich ja noch ein bisschen erkunden. Nur noch ein halbes Leben. Nach oben und up and left. Ah. Hab mich schon gewundert, warum das gerade nicht funktionieren wollte. Da ist noch was. Das ist der Anfangsraum, oder? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, das war alles. Sieht so aus, ja. Okay, dann nach unten. Och, Leben. Gib mir Leben, gib mir Leben, gib mir Leben. Gib mir Leben, gib mir Leben, 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 Leben. Ich brauche Leben. Leben, Leben, Leben. Der Beat ist auch cool. Huch! Was? Wo zum? Was? Transmodify one of your items. 20. Yo. Ach, nur das, was ich habe, kann ich... Ah, okay. Okay, nur wenn ich das habe. Okay, so funktioniert das. Oh ja, ich werde so viel sterben, aber es macht so viel Spaß. Ah, schön. Ich meine, man kann ja nicht gleich jedes Spiel meistern. So, Quick Restart, machen wir gleich nochmal. Quick Restart. Gleich nochmal. Hi ho. Was macht das Monocle? Ich habe keine Ahnung. Das Spiel sagt einem ja nicht so viel. Ah, ich kann in Kisten gucken. Und in die Wände. Nice. Da. Da, 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 da. Sehr cool. Ah, und das Messer macht, was ich habe, 2 Schaden. Okay. Ich glaube, da hoch will ich nicht, da war ich ja schon. Auch wenn das Schwert weniger macht, also Schaden. What? What? Wo bin ich hier? Warum? Kleiner Tipp. Oh, fuck my life. Niemals panisch anfangen, die Knöpfe zu drücken und das habe ich getan. Oh mein Gott, das Spiel. Was macht das mit mir? Ja, der Blue Dragon, ja. Wer kann auch an, dass ich dann in so einen Raum komme? Ah, gehen wir erstmal zur Lobby. Oh Gott. Das ist schön, das Spiel.
Ich hab Spaß. Ich krieg so aufs Maul wie ein Großer, aber naja. So, hier, gib mir einfach hier Stuff und Speer. Nein! Ich hab doch schon Probleme mit dem normalen Beat und dann hier solche Schwankungen. Oh Gott, das Spiel. Ah, der Speer hat 2 Reichweite. Na gut, hätte man sich denken können. Ich glaube, das Skelett kommt nicht drauf klar. Ha! Achso, man muss alle Gegner besiegen, bevor man weiter darf. Okay. Will ich aber noch erstmal die anderen Räume gucken? So konzentrieren, ey. Ich habe einen Feuerzauber. Okay. So. Ich gehe am besten einfach weiter. Auch wenn mir jetzt noch ein Diamant fehlt, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich ihn verpasst habe. Irgendwo bestimmt. Machen wir mal kurz den einfachen Weg. Was macht die Kompass? Achso, der zeigt mir das Ende, okay. So, ein Titaniumschwert, okay. Das macht, glaube ich, mehr Schaden. Wo kommt das Vieh her? Da, da. So, ich habe keine Bomben mehr. Okay. Ah! Leck mich doch! Oh, noch sowas! Was sagst du mir? Thank you! See you in the lobby. Okay, und wo da? Oh, fuck my life. Was ist los? Es hat funktioniert. Ich bin mal... Oh, fuck. Ohne Schaden oder mit dem Beat durchgekommen, wollte ich sagen. Und dann passiert mir, dass ich mich nicht bewege. What? Bleib mir weg! Shopkeeper, rette mich! Dragon Slayer! Hä? Ach, left und right. Wieso ist das immer was Neues? Ich dachte, das wäre wie bei dem anderen. Nach oben, nach links. Käse fressen und nutzt den Feuerzauber. Putsch! Alter, was ist gerade passiert? Warum bin ich so schnell gestorben? Ah, oh, schön, ey. Mal sehen. 35 Minuten noch. Komm, ein Mal geht noch. Ein Run geht noch. So. Oder warte mal. Return to Lobby? Zur Lobby. Ich will zur Lobby.
So. Wo? Ah, da. Da oben. Was ist hier? Was? These items will show up in chests. Sind nicht schon die Items da drüben? Das sind wahrscheinlich andere Chests. Was ist das? Das sieht aus wie eingefroren. Ach, Gefrierzauber? Kann das sein? Yellow Scroll unlocked. Ring Luck unlocked. Luck ist nie schlecht. So, und wo sehe ich jetzt meine Kompatrin? Ah, Charakter Select. Da vielleicht. Wir haben, was Charakters are still a rogue and progress. Achso, die sind noch alle in Arbeit. Hardcore Mode. Rest. Okay, einige kann man auch nur in anderen Modes freischalten. Okay. Ach, das ist hier der Hauptcharakter? Okay. Also Cadence ist unser Hauptcharakter. Monk ist ein Mönch. Monk Mode. Fall priority gold kills, but you get run free item from each shop. Would you like content? Jo. Gucken wir einfach mal, ne? Das kann ja nicht schaden. Krieg ich auch von denen hier ein free item? Nein. Also nur vom Shopkeeper. Okay. Also wir kriegen kein Gold, aber dafür ein Item pro Keeper. Hm. Mal gucken, der Bade, was kann der? Bard Mode. No beats move at any time. Enemies move after you do. Would you like to continue? Können wir uns ja mal angucken. Oh fuck, ich muss nicht nach dem Beat hüpfen. Oh mein Gott, so gut. Ab in die Zone 1. Ich mache euch fertig. Button Smashing ist angesagt. Oh mein Gott, ist das gut! Leckt mich doch! Ich werde zwar wieder auf Cadence wechseln, weil der hier ist ein bisschen witzlos. Das ist irgendwie wahrscheinlich so God Mode. Aber, Alter! Ich muss nicht auf den Beat achten! Mal gucken, ich habe 97. Ja, der ist ein bisschen witzlos. Da kommt das ganze Spielgefühl irgendwie weg, weil du nicht auf den Beat achten musst. Nee, der ist langweilig. Dann werde ich wieder wechseln. Auch wenn er vieles einfacher macht. Irgendwo war doch noch... Da. So, und runter. Was machst du? Oh, fuck my life. What? Der Dragon. Yo, also man kann einfach mit dem Beat move, aber das Vieh macht einen dann doch fertig. Okay, aber nee, ich will zur Lobby zurück. Ah, schön. Nee, aber ich will hier wieder normalen Beat bewegen müssen. Dafür ist ja das Spiel gemacht worden. Hardcore Mode seeded. Daily Challenge. Mal gucken, was ist hier. You will lose your unpicked diamond when you leave the lobby. Would you like to stay and spend them? Stay and spend diamonds. Ja, ich glaube, das spende ich erstmal. Wenn mir da die nette Aufforderung gegeben wird, dass ich das doch besser machen sollte. Was ist das? Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung, aber ich nehme erstmal das. A ring at
Same Dungeon, Score, Coin, Total, when you run ins. Okay, mal gucken, wie gut wir sind. Oh fuck. Oh, war das schlechte. Press up and down to continue. Okay. Run duration. Eine Minute wahrscheinlich. Und 61 Millisekunden. Incomplete. Oh. Highscore Letterboards. Gucken wir mal da. Wir sind bestimmt ganz, ganz unten. Okay, es dauert mir so lange, da gehen wir mal wieder. So. Return to Lobby. Oh, 9 Stunden. Bis zu 9 Stunden. Es ist hier alle 24 Stunden, also immer auf die Wochentage verteilt. Ich dachte, es wäre jetzt hier der nächste. Na gut, ja, doch, Sinn. Also pro Tag und nicht ab dem Punkt, wo man es benutzt hat. Macht Sinn. So. Noch einmal und dann, wenn ich es nicht schaffe, dann ja, war es das erstmal für heute. Ich habe, glaube ich, einen Drachen gehört. So schwer zu reden und nebenbei im Beat zu bleiben. Wenn ich nicht rede, geht es einigermaßen. Doch wenn ich anfange zu reden, wird halt der Beat verkackt. Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr wollt das nicht als Let's Play sehen. Ich werde wahrscheinlich dann so versagen. Ich brauche da... Ah! Echt immer viel Ruhe, damit ich im Beat bleibe. Fuck it! Aber schön, dass man hier so Range-Waffen hat. Da muss man nicht immer drauf achten, dass man nah beim Gegner ist und nicht den Beat verkackt. Irgendwas habe ich hier noch nicht gefunden. Ach, egal. Auf nach unten. Hey, Apfel! Kann man eigentlich stehen bleiben? Nee, man muss. Man muss immer in Bewegung bleiben. Was machen die Stiefel? Ich habe keine Ahnung, was die Stiefel machen. Wer weiß. Werde ich ja noch alles herausfinden, was die machen. Ist ja auch das Schöne an neuen Spielen, dass man erstmal herausfinden muss, wie das hier alles funktioniert. Oh! Das Skelett war weg.
Am besten machen wir es ihm nicht nach. Was? Alter, was ist los? Was? Was? Warum? Was? Hä? Was passiert? Hä? Was ist gerade passiert? Ich fall runter und laufe und dann... Wie? Wenn ich dann den Beat misse, gehe ich K.O. oder was? Okay. Erzähl mir mehr davon. Ach komm hier. Nochmal. Achso, nee, ich will das. Nein, ich will es nicht. Was? Showing Stress. Left, right. Ernsthaft? Können wir gleich nochmal gucken, woran ich gestorben bin? Los, komm, 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 komm. Es wäre besser, wenn ich an einem bestimmten Punkt spielen könnte. Dann könnte ich schneller nachgucken, woran ich gestorben bin. Schafkäfer, so gut. So, jetzt dürfte es gleich kommen, oder? Jetzt dürfte es ja gleich kommen. Da habe ich noch volles Leben. Und auf dem Moment hatte ich plötzlich 1,5 Herzen weniger. Aus keinem ersichtlichen Grund. What? Okay, aber immerhin wissen wir, dass wir gestorben sind. Hallo. Eigentlich für den Degen. Ich brauche noch einen Diamanten. Ich brauche einen Diamanten. Ach so, ist ja doof. Okay, das heißt, wir müssen in einem Run mindestens 3 Diamanten finden. So, was ist das? Holster. Für Pfeile oder wie? Hey. Okay, mit den Diamanten kann ich nichts machen, also... Ich bin so gut. Jeder Beweis. Halt! Da ist der Shop. Fuck! Oh, das Let's Play wird so schwer. Wieso habe ich mir eigentlich den stärkeren Dolch geholt?
Wahrscheinlich für den Schaden. Na komm, probieren wir es einfach mal aus. Das Ding ist genauso schwach wie ein normaler WTF. Ich habe auch nur den normalen. Warum habe ich denn nur den normalen? Hätte ich für den Dolch besser im Takt bleiben müssen oder was? Up und left. Ich weiß nicht, von wo ich den am besten angreifen sollte. Oh mein Gott, ich lebe. Ich habe so den Diamanten nicht gefunden, aber ist egal. Was macht die? Up und left. Ah, okay. Machen wir es nochmal. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Anscheinend nicht. Ich verstehe das Prinzip dahinter noch nicht, aber ist ja okay. Ich will aber auch keine Spoiler im Kommentaren-Dinge lesen. Also da bei sowas reagiere ich allergisch, weil ich möchte das Spiel dann selber irgendwie herausfinden. Also keine Tipps unten in den Kommentaren, bis ich es ausdrücklich erwünsche. Ich möchte das Spiel selber herausfinden. Okay. 53 Minuten. Komm, irgendwann machen wir noch, dann haben wir die Stunde voll. Und dann, geht das Special dann raus. So. So. Quick Restart. Was ist das? Hä? Ich verstehe das nicht. Okay. Okay. So ganz habe ich es noch nicht verstanden, aber ist okay. Ich habe hier ein Schwert.
Irgendwo da oben ist wahrscheinlich mein Diamant, da links oben, aber ist jetzt nicht so wild. Was ist der Ring des Glücks, Andy? Ich glaube, hier war ich schon, ne? Ja. Käse! Da. Lief ja recht gut. Achso, okay. Okay. Nee, da mal nicht aufgepasst. Ah, ich liebe dieses Spiel. So, die Stunde haben wir noch nicht voll. So. Return to Lobby. Wir haben jetzt zwei Diamanten. Und die gehen ja dann auf Null zurück. Von daher spenden wir die erstmal. Hello. Ja. Health up. Also. Heiltränke, sagen wir es mal so. Ich werde mir auch langsam merken, wie das Muster funktioniert. Die Blauen bewegen sich aller zwei Beats. Ich bin so gut in diesem Spiel. Oh, fuck my life, der Minotaurus. Oh mein Gott. Na komm, wegen den 2 Minuten. Mach ich doch hier schon eine Party. Ich meine, eine Stunde haben wir doch fast geschafft. Und, yo, kurzes Fazit. Ich habe so viel Spaß mit dem Spiel. Ich krieg's zwar noch nicht ganz hin, aber ich denke mal, mit ein bisschen Übung geht das. Und ist mal eine nette Abwechslung zu den ganzen anderen Quatsch, den man sonst spielt. Und ja, wie gesagt, Crypt of the Necrodancer, keine Tipps in den Kommentaren, aber ihr könnt schreiben, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Dann werde ich das wahrscheinlich zu Isaac mit auf den Samstag schieben, zu den ganzen Roguelikes. Und yo, Portal erstmal jetzt als Ersatz für Dragon Age. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei Let's Play, Portal oder einem meiner anderen Projekte. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns. Ah, geiles Spiel.